CS Executive Webcast spricht Saskia Kuhmann über den Status Quo, die Roadmap und den Nutzen des Digital Workplace bei Miele. Ja, wir haben ein Projektprogramm gegründet, das den digitalen Arbeitsplatz bei Miele einführen soll. Das heißt bei uns Smart Collaboration. Und dabei schauen wir uns drei Ebenen an. Das ist einmal natürlich die IT-Infrastruktur, also da auch auf den modernen Stand der Technik zu kommen als Basis. Und auf der anderen Seite kommen dann natürlich die digitalen Methoden und Tools, wo sich dann auch wirklich was für den Mitarbeiter ändert und er neue Möglichkeiten hat, zusammenzuarbeiten. Und damit er das dann auch tun kann, ist das Change Management eine wesentliche Komponente, den Mitarbeiter dann auch zu befähigen und in der Veränderung zu begleiten. Wichtig für uns sind Anwendungsfälle, also dass wir das Business entsprechend unterstützen und das einführen, was es braucht, dafür eine Roadmap definieren und auch priorisieren und dann die Projekte, die wir durchführen müssen, daran abgleichen, dann auch in Piloten zu starten, Erfahrung zu sammeln, immer wieder rückzukoppeln, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir etwas verändern. Den größten Nutzen sehe ich einerseits in dem Thema Innovation, dass einfach Wissen transparent wird, Metawissen transparent wird und das Thema der Vernetzung weiter gestärkt wird, vor allen Dingen eben auch standortübergreifend und international. Das ist nämlich dann nicht so einfach, wenn man nicht vor Ort ist, sich nicht permanent trifft. Da kann Social Collaboration oder ein Social Intranet entsprechend helfen und auf der anderen Seite ermöglicht es einfach Effizienz, insbesondere dann, wenn ich eben nicht mit dem Kollegen direkt im Büro sitze, sondern international, interdisziplinär zusammenarbeiten muss, da eben ja Transparenz zu haben, was passiert gerade in den Projektteams in einer anderen Zeitzone, das hilft enorm und bringt Effizienz.